Antife Sport FM Schnellfilm zeigt Ihnen gerade mal deutsche Wertarbeit, made in Germany, ja, was alles gelogene Scheiße ist. Und zwar anhand eines Fahrrads Rixe, ja, die waren mal sehr gut, kamen aus Bielefeld, bin hier 1000 Stunden am Basteln, hier alles auseinander, meine Hände kaputt, ja. Oh, jetzt muss ich mir so eine Scheiße hier reinziehen, ja. Oh. Muss hier Reparaturen durchführen, ja. Ist genauso eine Scheiß wie dieser Coratec-Müll, was er mir gebracht hat, da der Mann beliehen hat, oder mein Casati-Rad da, das so. Kannst du nicht mal lenken mehr hier. Mann, 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 alles steht voll von diesen Pennern da. Von diesen Pro-Köln-Wichsern. Von diesem Beisicht, dieses Arschloch. Von diesen Wiener und diese ganzen Drecksäcke, dieses Rattenpack hier, da. Wasmund, der Ausklave, der streikt. SKM. Im Nichtstun sind sie sich alle gleich. Was willst du hier schalten? Ja, geht alles nicht da. Oh, ratscht immer alles durch, ja. Da, da merkt man es. Ja. Für einen, der vielleicht Ahnung hat von dieser scheiß Rixe-Firma, ja. Ja. Meine Werbung nach Kloppenburg, was ihr für dumme Penner seid, repariert mir das gefälligst, da. Die Scheiße. Oh, jetzt machst du runter in den ersten Gang, ja. Hier steht dann so ein Müll, erster bis sechster Gang muss man da, ich weiß, alles auseinander gehabt, ja. Jetzt ist im ersten, da hängt hier der Zug raus, ja. Sieht man es ganz genau. Ja. Es geht da rein. Ich drehe nur einen Werbefilm für die Firma Rixe gerade. Jetzt fällt da wieder alles raus, ja. Oh. Jetzt geht es, jetzt dreht sich rein, ja. Auf jeden Fall ist alles Schrott, ja. Irgendwo steht es aber hier noch drauf. Deutsche Wertarbeit habe ich irgendwo gelesen. Aber es ist einfach nur noch Müll, ja. Völlig kaputt alles. So. Deutsche Wertarbeit ist ein Bier. Ja. Oh, Deutsche Wertarbeit ist Sport FM. Ja. Das hat man sich erstmal durchgelesen, weil man ja wissen will, was ist da dran, ja. Sport FM will ja wissen für seine Leute, wo klemmt es, ja. Sport FM ist der Sender der Aufklärung. Ja, der schlauen Leute, die wissenshungrig sind, die wissen, wo es lang geht, ja. Das ist Sport FM. Dann gucken wir mal. Rixe, ich fahre Qualität aus Deutschland. Sieht man die Qualität, das ist nämlich alles Schrott. Ja. Die Rixe Story, seit 95 Jahren sind Rixe Räder auf Deutschland unterwegs, ja. Qualität Made in Germany, ja, im Fachhandel. Ja, Modellprogramme attraktiv mit Bosch-Motor. Oh. Made in Germany. Ein germanisches Produkt, ja. Die originale Rixe kommt nämlich aus Bielefeld. Sieht so aus. Auch wenn es jetzt Wikipedia ist, dieser Lügensender, ja. Rixe war eine deutsche Fahrradfabrik. Aus Bielefeld war, weil sie nämlich pleite sind. Das Unternehmen wurde gegründet, Deutsch, Fichtel und Sachs Sachen und so weiter, ja. Oh. Die Geschichte des Unternehmens endete 1985. Ich bin sie noch gefahren in Bielefeld, da war Rixer, da war Prophet, da war Rabeneich. Aus Bielefeld kamen viele so ganz gute Sachen. Der Stefan Klare mit seinem Alpecin-Team da und so, die... Auch der Henning Tonn, der starke Mann da aus Bonn, der fuhr, der war bei der Kripo in Bielefeld. Das war eine gute Sache da oben, ja. Ich und dann nach den Werksen, ich war im vierten Konkurs, okay. Die Produktionsanlagen, ja, ich komme. Die Produktionsanlagen wurden nach China verkauft. Da steht es. Dann wurde der Name von Derby Cyclon aus Kloppenburg übernommen. Das ist aus einer Schrottfirma, Derby Cyclon.
Das war früher mal Kalkow-Werke, reine schöne deutsche Fahrradwerke. Der Alexander Budde und der Voss hieß der und so, die fuhren in Kalkow. Der eine war im Zeitfahren stark, der andere, die hatten was drauf da, ja. Dann gab es Heidemann-Werke in Einbeck bei Hannover, dann gab es Herkules-Werke bei Nürnberg und so. Das waren richtige deutsche Rennkisten. Die Italiener waren schnell, der Pistrada, der Schmitz und so, das waren deutsche Sachen, aber nicht hier, ja. Hier steht es, es wurde nach China verkauft, ja. Auch der Goldrad, der von Goldberg aus Nippes, das waren deutsche Dinge, aber der Rest kam nur noch Scheiße. Mal sehen, was die Firma dazu sagt. Dass das nach China verkauft wurde. Mal gucken, was die Firma Rixe dazu sagt. Qualität aus Deutschland. Die Wahrheit sieht so aus. Produktionsanlagen wurden nach China verkauft. Jetzt guckt man auch mal, warum diese scheiß Antriebsnarbe nicht geht. Die ist ja total am Arsch. Ich hatte die auseinandergebaut. Da ist der Zug in zwei Teile. Da ist eine Feder drin. Also dümmer geht es nimmer, stundenlang das alles, ja. Mal gucken, was man so schreibt. SRAM verkündet das Aus einer neuen Ganggetriebenaben. Auf Deutsch, die Firma SRAM aus USA hat in einer Tochterfirma in China nur Scheiße hergestellt aus Plastik, was billig ist, was Schrott ist, was abbricht. Jetzt sind sie pleite gegangen. Lassen die Leute hängen, die so ein Rad haben. Wir sind jetzt die Arschlöcher, die Untermenschen, das ist alles Schrott und Abfall. Aber, was ja natürlich nicht stimmt, es ist ja made in Germany, ja. Zwar ist die Fabrik und so nach China verkauft, die Narbe ist auch ein chinesische Schrottnarbe, aber made in Germany. Das Resultat ist jetzt, dass es Schrott ist, ja. Ich sage noch mal was zur Firma SRAM. SRAM ist die Firma Fichtel und Sachs aus Nürnberg, die dann Sachs-Hur-Rentner hieß mit Franzosen. Auf jeden Fall hier steht es. SRAM, die Qualität gelegen, ja. Oh, es ging dann eben erst aus der Teilnahme bedauern darüber, dass man die Nummer 1 Shimano das Feld alleine überlassen würde, ja. Ein Monopol ist niemals gut für den Markt. Nein, aber der Shimano schafft es aber, zuverlässige Sachen zu bauen. Ja? Der SRAM ist zu doof. Jetzt seien andere Komponenten am Bett wie Sunrace, Strohmeier, Archer oder Newcomer wie Pinion. Man könnte mal hinschauen, die Firma Roloff aus Kassel ist eine echte deutsche Marke, wo es sich lohnt, das mal zu kaufen. Da kann man doch mal eine Mark mehr nehmen. Da kostet eben mal so eine Narbe 800, 900 € beim Herrn Roloff. Und? Dann kostet so ein Rad 2000, du hast aber nicht Ärger und kriegst jetzt nicht so eine Werbung verpasst hier wie von mir, ja? Den Dual i3 Automatik Zweigang künftig sich SRAM im urbanen Bereich auf Nabenschaltung i3 sowie sein Kettengetriebe-Nabenschaltmix Dual Drive, ja? Oh, nicht zu vergessen, junge teilautomatische E-Bike-Schaltung DDR3 Pull Plus. Für Bosch-Mittelmotoren, ja. Das kann ja alles schon nicht sein, ja. Damals ein Produkt wurde von Deutschland nach Taiwan verlegt, ja. Wurde in Deutschland mal entwickelt, in Thailand dann produziert. Vielleicht sind wir gleich 10 Minuten Laberei voll, ich muss nur die Bilder reinmachen. Vielleicht sieht man jetzt mal, was Lügenpresse ist. Rixe aus Deutschland. Das Schrottrad hängt hinten zur Reparatur. Es funktioniert alles nicht. Und vielleicht kann die Firma Rixe mir jetzt mal sagen, was da dran ist, oder die Firma SRAM, oder ihr könnt sein lassen, oder könnt den Scheiß abholen, oder könnt gucken, wo sie bleiben. Aber ich werde so einen Müll auf jeden Fall nicht empfehlen. Das muss man auch mal sagen. Tiefe Sport FM. Wie Rixe noch kam aus Bielefeld, war es in Ordnung. Alles andere ist nur noch Scheiße. Boah. Kurzes Wort. Warum die Firma Sport FM in Belgien ansässig ist, in einem großartigen Königreich, ja? Oh, er jammert da am Flughafen Tempelhof am IKEA-Regal.
Ist ja von Ikea, das Regal. Belgien, ja? In einem demokratischen Königreich im Herzen Europas, nämlich in Belgien, darf nur derjenige, also in einem demokratischen Königreich darf nur derjenige ein Fahrradgeschäft eröffnen, der auch einen Meisterbrief hat, ja? Das heißt, Jochen Tiffe hat das ja alles, deswegen dürfte er das ja eröffnen. Sport FM in Belgien. Er hat, wie heißt es, Wirtschaftlichkeit, er redet nur gutes Zeug, keine Lügenpresse, ja. Er hat ein Abitur in Mathematik, er hat in Brüssel studiert, auch wenn das hier wieder diese Nazi-Diktatur Deutschland anders sieht. Freiheit schreibt man mit V, das ist nämlich der V-Gruß von Victory, von Star Wars, ja. Freiheit schreibt man mit V und du musst Stück Scheiße, du Scheiß Fotze da, Psychologin Diekmann, die an Galgen gehört, das Seil hängt schon da für sie. Oh. Freiheit schreibt man mit V. In Belgien darf nur der ein Fahrradladen betreiben, der auch Ahnung davon hat, geeignet ist, ja? Sprich, ein Radprofi mit Abitur, mit Studium, ja? Ein Ingenieur, Mathematiker, der das oder, ja? In Deutschland darf jede Wurst- und Käsetheke bei Edeka zwischen Käse Ballen, Fahrräder hinhängen in Gelb und sagen, die Tour de France geht los. Kaufen Sie für 90 Euro ein Rennrad, ein Fahrrad an einer Käsetheke. Bei Aldi an der Kasse können Sie Fahrräder kaufen. Bei jedem Chinesen, bei Hinz und Kunz, ja. Deswegen passieren so viele Unfälle. Ja. Tödlichen Ausgang und so weiter, ja. Wo ist dieses Stück Scheiße jetzt hier? Ich wollte noch Wahlkampf machen für diese Hitlerfrau hier. Keinen Millimeter nach rechts, ja. Ich kann ja bei der Frau auch keinen Millimeter nach rechts gehen. Die ist ja schon so weit rechts. Rechtsradikaler geht es ja nicht, ja. Oh, hier schreibt sie 11 Gebote drauf, ja. Völlig sinnlos. Da steht aber als 11. Gebot, wir haben keine Lust auf Sportler, Fahrräder, Radfahrer wollen wir nicht. Ihr seid asozial, sind nämlich gar nicht erwähnt. Hier steht Umweltschutz und so ein Müll. Hier steht aber nichts drauf mal von Fahrrädern, Rennrädern oder sowas. Wir haben ausgeklammert. Das muss man direkt mal für dieses Stück Dreck hier auch mal machen, ja? Weil Schuld hat immer das Opfer, hat sie schon richtig erkannt. Wer hübsch ist, darf vergewaltigt werden. Also völlig geisteskrank. Frau Reker müsste sagen, ein Fahrradladen in Köln darf nur der einen betreiben, der einen Meisterbrief hat. Schluss, aus, Ende. Wie in Belgien, wie in Frankreich, eine Firma Decathlon, etwas Vernünftiges, ja? Da hätten wir diese ganze Diskussion, diesen Werbefilm der Firma Rixe jetzt gar nicht, und der Firma SRAM, ja? Wenn sich alle an Eddy Merckx nämlich halten würden, an so einen großen Eddy oder Van der Aarden hatte Rennräder oder mein Freund Museov, Johann hat eine eigene Produktion, ja. Firma Vermark oder Deka oder wie auch immer, ja. Das sind mal richtige Firmen, die Ahnung haben von sicherheitsrelevanten Teilen, von Bremsen, von Sattel, von Haltungsschäden, von zu kleinen Rädern. Deswegen sind wir nach Belgien gegangen, weil es demokratisch ist. Demokraten im Herzen Europas sind wir und nicht so eine Rassisten, wo hier jeder Chinese ein Rad verkaufen kann, bei einer Käsetheke in Edeka oder sowas. Oder hier so eine Müllalte, ja? So, komm, direkt in Müll in die Tonne. Sport FM, Tiffe. Auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle, eingebildet, arrogant. Siehst du, jetzt musst du mir dann doch helfen. Ich finde die Scheiße so richtig scheiße. So richtig scheiße. Ja,